ich nochmal. Eigentlich war das Video ja vorbei mit dem Umleitungsgedöns. Aber ich bin gerade auf dem Weg von Timmendorf, respektive Gleschendorf, nach Hause. Ja. Ich muss Laatzen, da wo ich heute Nacht auf die Autobahn gefahren bin, muss ich wieder runter. Weil zwischen Laatzen und Hildesheim ist eine ziemlich lange Baustelle. Und da klemmt's. Hier, ich zeige euch einen Moment. Ja, fing harmlos mit 4,5 Minuten an und dann kamen 16 Minuten, glaube ich. Ich habe eine Insta-Story gemacht. Folgt mir auf Instagram, seid ihr immer auf dem Laufenden. Und jetzt sind wir mittlerweile aber schon bei 37 Minuten. Navi will mir auch eine Umleitungsstrecke empfehlen. Da sind wir 25 Minuten schneller. Und das wird die B6 sein. Genau so, wie wir heute Morgen gefahren sind. Das mache ich. Film ich ihn hin. Das mache ich aber nicht, weil da werden sie heute alle lang fahren. Ich werde über Pattensen, Alfeld, Einbeck fahren, weil die B3 ist wieder frei. Die war auch wochenlang gesperrt. Mit Dach. Und die ist aber wieder frei. Zwischen Delixen und Nahnsen. Und da kann man jetzt wieder fahren. Und da fahre ich lang. Ja. Einziger Vorteil ist, ich spare mir den ungefähr 10 Minuten Umweg, weil Nordheim-Abfahrt ist ja auch gesperrt wegen der Baustelle. Seit 6-7 Wochen. Und man muss immer bis zur nächsten Ausfahrt fahren, drehen. Das sind ungefähr immer so 10 Minütchen mehr. Die spare ich mir jetzt ein, weil ich komme mir die B3 runter. Naja, wollte ich nur mal gesagt haben. Jetzt ist aber Video. Schallus. Umleitung in der Umleitung. Also auf meiner Umleitungsstrecke B3 ist hier irgendwie Ortsdurchfahrt. Keine Ahnung, Densen oder irgendwas ist gesperrt. Jetzt müssen wir hier über Brücken fahren. Das ist, ey. Das. Also ich habe jetzt noch bis an Nordheim 50 Kilometer. Und ich habe noch nicht mehr ganz eine Stunde Fahrzeit. Das sollte eigentlich klappen. Aber hier geht gerade nichts voran, weil ich denke mal, hier ist die Eisenbahnlinie. Hier neben uns könnt ihr nicht sehen, hier irgendwo da ein Büschen. Und hier sind die Schranken zu, weil von vorne kommt ja auch nichts. Ach, Mann. Ach, hey, das hier wusst, wäre ich A2 gefahren, über Lehrte, Hemeler Wald. So, jetzt kommen wieder LKWs und Autos. Fahrt, fahrt, fahrt. Ja, das war mir klar, der Bahnübergang ist schon wieder unten. Meine Herren. Oh ja, ganz im Ernst, wie kann man denn sowas hier als Umleitungsstrecke machen? Von dann auch für beide Seiten. Ich weiß also nicht, ob da jetzt ein LKW kommt. Oh, Freunde der Nacht. Tja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder wie heißt das? Rechts, Alfeld, ja, da wollen wir auch hin. Ja, hört dieses Video mal wieder ein bisschen länger, Freunde. Komm, Mensch. Hatte ich Glück hier. Jetzt kommt der Gegenverkehr mit LKWs.
Also mal ganz im Ernst, ja, danke. Das ist ja ein Geholper hier. Sorry für die Kameraführung, aber das ist es mal hier mal wirklich hier, ne? Aus dem wahren Leben. Auch die Straße, da sieht ja auch geil aus. Mm. Wettensen. Ich wette, hier war ich noch nicht. Noch nie in meinem Leben. Nee. Bin nicht einmal hier lang gefahren. Naja. Irgendwann ist immer das erste Mal. Aber Alfeld, da ist der Schornstein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt auf dem Video, aber da ist der Schornstein. Da ist die Papierbude in Alfeld. Die Papier. Och, was ist los hier? Das ist ja wie hier von Jünde nach Dingsbums gedönst. Hier ist auch so eine Fasskehren-Serpentin. Guck mal, was Berge hier. Uns hier mal vor. Doch, holst du ihn hin? Auf zu blinken, Junge. Halbe Miete, Freunde. Das ist hier schon Alfeld an der Leine. Jawohl, ja. Da haben wir es ja schon wieder fast geschafft, die Umleitung. Wie heißt die Straße? Gute Willstraße. Wir müssen eh geradeaus, wegen LKWs. Kommen wir doch bestimmt hier. Hildesheim. Boah, ich weiß nicht. Kommen wir doch bestimmt hier unten bei Sapi lang. Ja, das Außenlager. Hier war ich schon mal. Hier habe ich schon mal geladen. Auf mit Borg. Hier. Jawohl, ja. Das, da haben wir immer geladen für Langnese-Heppenheim. Kartons. Kartonagen. Das ist das Außenlager von dem großen Werk hier. So, jetzt fahren wir hier an der Shell. Nach der Shell fahren wir rechts, stücken geradeaus bis zur nächsten Ampel, fahren wir links, dann sind wir wieder auf der B3. Jawohl. Boah, diese Ampel hier, die ist aber auch die Krönung, du. Junge, 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 Junge. Anstatt, sag mal, die B3 halbseitig sanieren. Also diese Umleitung, naja. Also wenn sich zwei LKWs an den richtigen Orten treffen, dann ist das ganz schön scheiße. Ich hatte jetzt Glück. So, B3, jawohl. So, Ampel. Oh, ist sogar grün. Das ist sogar grün. Ich komme und hier ist grün, du. Und was mich stellenweise die Leute angeglotzt haben, ne? Weil ich meine Kämme auf dem Kopf habe. Ja, ist egal. Alles für euch, Leute. Kann man auch schon mal doof aussehen. Wie so ein Skifahrer. So, jetzt aber. Jetzt ist aber endgültig. Jetzt hier. Finito.